Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Apple Cases. Ja, wie ihr hier bereits in dem Bild seht, geht es auch heute um ein Unboxing. Allerdings geht es heute mal nicht um ein iPhone 4 Unboxing und auch nicht um ein Produkt für das iPhone 4, sondern es geht heute um eine Videokamera. Ich habe lange überlegt, was ich mir im Hinblick auf Videokameras für eine Kamera zulege, weil ich mir ganz einfach gesagt habe, dass ich ganz gerne meine Videos in einer etwas höheren Auflösung präsentieren möchte. Und eigentlich hatte ich vor, das Ganze mit dem iPhone 4 zu machen zukünftig. Und aufgrund der Videoqualität kann man das auch durchaus mit dem iPhone 4 machen. Aber es gibt für das iPhone 4 noch kein Stativ, jedenfalls habe ich keins gefunden im Internet. Und zum anderen gibt es natürlich auch Videos, wo man das iPhone 4 selber ja auch zeigen muss, wenn man zum Beispiel ein Case testet oder auch ein Case installieren möchte. Und deshalb habe ich mich im Internet ein wenig umgeschaut nach HD-Kameras bzw. Full-HD-Kameras und ich wollte aber auf der anderen Seite auch nicht allzu viel Geld ausgeben. Und da habe ich eine Kamera entdeckt, die insbesondere bei YouTube-Filmern recht beliebt ist, und zwar die Kodak ZI8. Ja, und ich würde sagen, die packen wir jetzt mal hier gemeinsam aus. Ihr seht, ich habe das Ganze bei Amazon bestellt und habe dafür, wie ich finde, recht günstige 139 Euro bezahlt. Ich glaube, als die Kamera rausgekommen ist, da hat die ungefähr 200 Euro gekostet, aber inzwischen bekommt man die eben doch schon deutlich günstiger. Jo. Und hier ist das Paket dann auch schon auf. Und hier drinnen sind dann noch so ein paar Werbegeschichten, aber ich denke mal, das ist so das Übliche, das braucht man eigentlich alles gar nicht. Ja, und hier ist dann das Paket an sich. Hier die Verpackung. Und ihr seht hier auch schon so ein bisschen was zu der Kamera. Hier kann man schon so ein paar Sachen erkennen. Hier kann man nämlich unter anderem erkennen, dass es eben eine Kamera ist, die in Full HD aufnehmen kann, nämlich 1080p, dieser Standard wird ja so genannt. Man kann das Ganze am PC und am Mac benutzen. Und hier seht ihr auch schon, dass die Kamera einen Bildstabilisator hat. Und ich glaube, dieses EIS steht für Electronic Image Stabilization. Also das ist quasi der englische Begriff für diese Bildstabilisation. Hier seht ihr auch nochmal die Bezeichnung Kodak ZI8. Und hier auf der Verpackung ist grundsätzlich die rote Variante abgebildet. Es gibt die ganze Kamera in Rot, in Schwarz und ich habe sie in Blau bestellt. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt hier einfach mal auf. Und hier seht ihr dann noch einmal entsprechend diese Symbole. Hier kann man dann auch entsprechend, hier steht 5 MP. Das deutet darauf hin, dass man eben auch Fotos mit der Kamera machen kann und ich glaube, die haben eine Auflösung von 5 Megapixel. Aber die eigentliche Funktion ist natürlich die Videofunktion. Ja, Define Yourself in High Definition. Diese Kodak-Kamera ist sehr beliebt, wie ich schon gesagt habe, insbesondere bei der YouTube-Gemeinde, weil sich eben die Kamera speziell für diese YouTube-Videos sehr gut eignet. Ja, was haben wir in der Verpackung? Als erstes habt ihr hier die Kamera selber, die dann auch nochmal sehr schön eingepackt ist, zum Schutz entsprechend. Und ihr seht auch schon hier, dass es sich hierbei eben um die blaue Variante handelt. Ich mache das jetzt hier ganz einfach mal auf und hole die Kamera raus. Dann ist die hier innen drin, sind noch einmal ein paar Schutzfolien aufgeklebt. Hier eine für den Bildschirm und hier hinten entsprechend für das Objektiv. Aber zu der Kamera kommen wir gleich. Zunächst einmal, was sich hier alles in der Box befindet. Ich hole das ganz einfach mal raus. So, da habt ihr nämlich, das finde ich persönlich auch sehr gut, jede Menge Zubehör von Kodak mitgeliefert bekommen. Zum einen habt ihr hier den Akku und das ist eine Kapazität, wenn ich das richtig sehe, von 940 mA und der wird in dem Gerät entsprechend aufgeladen. Und dazu habt ihr dann nämlich hier entsprechend ein Ladegerät, was aber noch nicht ganz komplett ist, was dann direkt an die Steckdose angeschlossen wird. Und hier unten habt ihr dann einen USB-Stecker, der dann letztlich den Strom weiterliefert an die Kamera bzw. den Akku. Und dazu müsste es dann natürlich auch noch einen Aufsatz geben. Ja, da scheinen mehrere Aufsätze drin zu sein, genau. Hier habt ihr einmal den Aufsatz für UK, also für United Kingdom, die englische Variante. Und ansonsten habt ihr natürlich auch entsprechend hier den deutschen Aufsatz mit dabei.
würde sagen, den hole ich jetzt einfach mal raus. Dann kann man das direkt entsprechend hier auch installieren. Das wird einfach hier scheinbar drauf geklickt, wenn ich das richtig sehe. Genau, und schon ist der Stromstecker entsprechend fertig. Und dann, was habt ihr noch alles dabei? Ja, hier habt ihr ein ganz normales AV-Kabel dabei. Mit diesem Kabel könnte man die Kamera jetzt an ältere Fernsehgeräte anschließen. Da ich aber einen Full-HD-Fernseher auch habe mit einem HDMI-Anschluss, werde ich das wohl nicht benötigen. Aber da hat Kodak auch entsprechend sehr schön mitgedacht. Und man sieht hier schon, zum Lieferumfang gehört eben auch ein spezielles HDMI-Kabel. Und zwar ist das HDMI auf Mini-HDMI. Und ich denke mal, der Mini-HDMI-Anschluss, der kommt in die Kamera rein. Und der große normale HDMI-Anschluss, der wird in den Full-HD-Fernseher reinkommen, sodass man dann also seine Videos auch wunderbar entsprechend direkt am Fernseher betrachten kann. Ja, was ist noch dabei? Hier habt ihr ein Kabel dabei, ja, das wird das Stromkabel sein, hier auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite eben dann der Eingang für das, für die Strombuchse von dem Gerät, das ist also zum Laden. Dann habt ihr hier noch so eine kleine Tüte, wo dann entsprechend das Handbuch dabei ist und wahrscheinlich Garantiebestimmungen und solche Sachen, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und hier habt ihr noch letztlich eine Handschlaufe dabei, um dann entsprechend auch die Kamera mal zu transportieren. Ja, aber jetzt mal zu der Kamera an sich und zu den Anschlüssen. Also hier unten seht ihr die beiden Buchsen, um entsprechend diese Handschlaufe da zu befestigen. Hier habt ihr, und das finde ich persönlich sehr gut, eben weil ich so ein Stativ habe, was ich jetzt auch benutze, einen Standardanschluss für das Stativ. Dann habt ihr hier einen USB-Anschluss, mit dem ihr das Ganze entsprechend dann an den PC oder an den Mac anschließen könnt. Und dieser USB-Anschluss ist auch wunderschön variabel. Das heißt, ihr könnt ihn sowohl senkrecht als auch waagerecht anschließen. Und der klickt auch wunderbar wieder hier rein. Dann habt ihr hier ein Fach für die SD-Karten. Die Kamera hat zwar auch einen ganz kleinen internen Speicher, aber eigentlich nimmt man hier auf SD-Karten auf. Hier habt ihr den An- und Ausschalter. Hier oben auch nochmal eine Besonderheit, könnt ihr den Makro-Modus einstellen oder eben auf unendlich schalten, wobei unendlich ja die Standardeinstellung ist. Hier hinten habt ihr dann entsprechend nochmal die Linse. Und auf der anderen Seite, ja, hier waren wir ja schon, habt ihr dann, und das ist auch eine ganz große Besonderheit, zumindest für Kameras dieser Preisklasse, ihr habt nämlich hier einen Audioeingang, also wohlgemerkt einen Audioeingang, keinen Mikrofonausgang, sondern einen Eingang. Das heißt, ihr könnt hier ein externes Mikrofon anschließen und dann entsprechend die Tonqualität auch bei den Videoaufnahmen verbessern. Und hier dann nochmal entsprechend eine kleine Buchse, wo dann entweder das HDMI-Kabel angeschlossen wird, also Mini-HDMI, und hier könnt ihr eben entsprechend das AV-Kabel anschließen. Ja, und ich denke mal, hier wird der Akku dann eben mit Strom versorgt. Ja, ich freue mich bereits darauf, die Kamera zu testen und natürlich auch zu benutzen, und insbesondere freue ich mich darauf, dass dann zukünftig die Videos von Apple Cases eben nicht mehr in der geringen Auflösung kommen werden, sondern eben, ja, ich denke mal sogar in dieser Full-HD-Auflösung, also in 1080p. Und ich werde vielleicht auch zu der Kamera an sich nochmal ein Review-Video machen, aber in erster Linie habe ich mir die natürlich gekauft, um zukünftig eben meine ganz normalen Videos damit zu schießen. Ja, Freunde, das soll es fürs Erste auch gewesen sein mit diesem kurzen Unboxing. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Videos dann ja in etwas besserer Auflösung wieder dabei wärt. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao Leute!